Vielen Dank, Mekon. Vielen Dank auch an die Poetry Slammer. Ich glaube, eure Wut ist angekommen und es wird auch darüber zu reden sein, woher sie kommt und wie wir damit umgehen können, auf eine produktive Weise. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das Thema hat es verdient. Aber bevor ich mit dem anfange, was ich mir ursprünglich vorgenommen hatte zu sagen, muss ich doch noch über ein Thema sprechen, was viel auch mit dem Titel unserer Tagung zu tun hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich stehe immer noch unter dem Schock über das Ergebnis des britischen Referendums. Und es wäre ein bisschen merkwürdig, darüber hier nicht zu sprechen. Heute ist ein schwarzer Freitag, nicht nur für Großbritannien, sondern für ganz Europa. Das stolze Britannien geht schweren wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen entgegen. Aber auch für die Europäische Union sind die Auswirkungen des Brexit noch unabsehbar. Die Nationalpopulisten aller Länder wittern Morgenluft. Marine Le Pen ruft schon zum finalen Ansturm auf die ungeliebte Union. Dagegen müssen wir alles daran setzen, dass der 23. Juni 2016 nicht als Anfang vom Ende der Europäischen Union in die Geschichtsbücher eingeht. Wir haben keine Zukunft außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, jedenfalls keine gute. Gleichzeitig sollten wir das britische Referendum als einen letzten Warnschuss, als ein letztes Warnsignal ernst nehmen, uns intensiver und ernsthafter mit den sozialen und kulturellen Spaltungen unserer Gesellschaften auseinanderzusetzen. Das Votum für den Brexit war in meiner Lesart auch eine Rebellion gegen die postnationalen Eliten, gegen offene Grenzen und gegen offene Märkte. Und damit sind wir schon mitten beim Thema unserer Konferenz. Flucht und Migration haben eine enorme gesellschaftspolitische Brisanz. Nicht nur für die Migrantinnen. Die Flüchtlingsfrage wirkt in ganz Europa als Katalysator für nationalpopulistische Bewegungen und Parteien. Sie beschwören den Rückzug auf Tradition und Nation, schüren Ängste vor kultureller Überfremdung und sozialer Konkurrenz. Migranten sind in Europa wie in den Vereinigten Staaten zum Symbol der Globalisierung geworden, gegen die man sich ebenso abschotten will wie gegen Importe aus China oder Mexiko. Wir erleben gegenwärtig tatsächlich so etwas wie einen Clash of Civilizations. Aber anders als Huntington dachte, findet diese Auseinandersetzung innerhalb der westlichen Gesellschaften statt. Der Kampf dreht sich um die Idee der multiethnischen, multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft. Dieser Auseinandersetzung müssen wir uns stellen. Es geht dabei um nichts weniger als die Verteidigung der offenen Gesellschaft gegen ihre Feinde. Diese Konferenz ist eine Fortsetzung unserer europapolitischen Jahrestagung, die sich Ende Mai vor allem mit der Misere europäischer Flüchtlingspolitik beschäftigte. Während es dort also vor allem um Alternativen zur vorherrschenden Abschottungspolitik ging, wollen wir uns in den kommenden zwei Tagen in erster Linie mit der Binnenseite von Flucht und Migration beschäftigen. Was bedeutet es, Einwanderungsland zu sein? Welche Chancen, Zumutungen, Anforderungen sind damit verbunden? Und zwar aus der Perspektive der Ankommenden wie aus der der Einheimischen. Und so umstritten der Begriff der Integration auch ist, die Debatte ist uns natürlich nicht ganz unbekannt. Letztlich steht er für uns jedenfalls für die gleichberechtigte Teilhabe an Bildung, Arbeit, Kultur und Politik. Mit anderen Worten, es geht um die Verwandlung von Fremden in Bürgerinnen und Bürger.
keineswegs um eine Einbahnstraße. Im Prozess von Integration verändern sich die Zugewanderten wie die Gesellschaft, die sie aufnimmt. Ohne Bereitschaft zur Veränderung gibt es keine gelungene Einwanderung. Das gilt für alle Seiten. Einwanderungsgesellschaften sind im ständigen Wandel. Gleichzeitig sollte klar sein, was nicht verhandelbar ist. Die Grundwerte unserer Verfassung, so mangelhaft sie in der Praxis auch eingelöst sein mögen, und die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik. Und ich gehe davon aus, dass die allermeisten von Flüchtlingen und Migranten genau diese Art von Freiheit und Demokratie suchen. Aber auch die Demokratie ist keine statische Angelegenheit, sondern in stetem Wandel begriffen. Integration bedeutet nicht Anpassung, sondern die Gesellschaft mitzugestalten. Keine Frage, Deutschland befindet sich mitten in einer großen demografischen Umwälzung, die das Land in vieler Hinsicht verändern wird. Schon jetzt sind 20% der Bevölkerung Migrantinnen und Migranten der ersten, zweiten oder dritten Generation. In den Schulen der großen Städte haben im Schnitt ein Drittel, manchmal die Hälfte der Kinder und Jugendlichen den berühmten Migrationshintergrund. Im letzten Jahr wanderten an die 800.000 Menschen nach Deutschland ein, um hier zu arbeiten und zu leben. Dazu kamen rund 1 Million Flüchtlinge. Das sind beeindruckende Zahlen. Nach der Türkei hat die Bundesrepublik weltweit die meisten Schutzsuchenden aufgenommen. Und nirgendwo wurden so viele Asylanträge gestellt, mehr als 440.000 im letzten Jahr. Bund, Länder und Kommunen hatten alle Hände voll zu tun, die Flüchtlinge aufzunehmen, sie unterzubringen und zu betreuen. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten ist das besser gelungen, als zu erwarten war. Eine entscheidende Rolle spielte die ebenso unerwartete wie begeisternde Willkommenskultur, das ehrenamtliche Engagement von abertausenden Bürgerinnen und Bürgern. Sie halfen, wo Hilfe gefragt war, und nahmen die Dinge selbst in die Hand. Das war praktische Solidarität und gelebte Mitmenschlichkeit. Und viele von ihnen engagieren sich bis heute. Aber die anfängliche Hochstimmung ist inzwischen wie überall in Europa einer scharfen gesellschaftlichen Polarisierung gewichen. Wir haben es mit einem brisanten Mix von Ängsten, Vorurteilen und offenem Rassismus zu tun, gepaart mit hoher Gewaltbereitschaft. Laut Bundeskriminalamt gab es im letzten Jahr allein 924 gewaltsame Übergriffe gegen Flüchtlingsunterkünfte, darunter zahlreiche Brandanschläge. Die Bundesregierung ist mittlerweile in den europäischen Mainstream eingeschwenkt, der vor allem auf die Sicherung der Außengrenzen bedacht ist. Damit wir uns recht verstehen, eine effektive Kontrolle der Außengrenzen der Europäischen Union ist Bedingung für die Reisefreiheit innerhalb des Schengen-Raums. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Es kommt allerdings sehr darauf an, wie dieses gemeinsame Grenzregime aussieht, ob es auf Abschottung zielt oder eine kontrollierte Einreise ermöglicht. Der Ruf nach Begrenzung bekam auch in Deutschland die Oberhand, als der Eindruck entstand, dass wir in der Flüchtlingsfrage in Europa weitgehend isoliert sind und dass die Bundesregierung die Kontrolle über das Geschehen verloren hatte. Daraus muss man mindestens zwei politische Lehren ziehen. Erstens, ein deutscher Alleingang in der Flüchtlingspolitik ist auf Dauer nicht mehrheitsfähig. Wir brauchen ein koordiniertes Vorgehen, wenn nicht mit allen, so doch wenigstens mit einigen europäischen Staaten, die bereit sind, in relevantem Umfang Flüchtlinge aufzunehmen. Zweitens, es braucht ein Mindestmaß an politischer Regulierung, die in der Bevölkerung nicht den Eindruck aufkommen lässt, Zuwanderung sei eine Art Naturereignis, das sich jeder Steuerung entzieht. Es geht um einen Weg jenseits von Abschottung auf der einen Seite und dem idealistischen Ruf nach offenen Grenzen für alle und jeden.
Flüchtlings- und Migrationspolitik muss Hand in Hand mit Integrationspolitik gehen. Legale Zugänge nach Europa zu erweitern, ist das eine. Das andere ist die Fähigkeit, Wohnungen, Kindergartenplätze, Bildungsangebote bereitzustellen und Wege in den Arbeitsmarkt zu öffnen. Betrachtet man das letzte Jahr, ist die bisherige Bilanz eher ermutigend. Bund, Länder und Gemeinden, Zivilgesellschaft und Wirtschaftsverbände haben einiges auf die Beine gestellt, um für einen Großteil der Flüchtlinge Unterkunft, soziale Betreuung, Sprachunterricht und berufliche Weiterbildung anzubieten. Auch wenn über die Finanzierung heftig gestritten wird, ist doch klar, dass wir heute in die erfolgreiche Integration von morgen investieren müssen. Nach aktuellen Angaben des Hochkommissariats der Vereinten Nationen befinden sich gegenwärtig über 65 Millionen Menschen auf der Flucht. So viel wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Davon sind rund 2/3 Binnenflüchtlinge. Die Antwort auf dieses humanitäre Drama kann nicht allein darin liegen, möglichst vielen Flüchtlingen den Weg nach Europa zu öffnen. Wir brauchen eine umfassendere Strategie, die bei der Bekämpfung der Fluchtursachen ansetzt. Niemand sollte dazu gezwungen sein, seine Heimat zu verlassen. Das erfordert die Eindämmung von gewalttätigen Konflikten, an denen wir selbst beteiligt sind, die weltweite Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Good Governance, bessere Bildungschancen und Berufsperspektiven für junge Menschen und auch eine kritische Revision der europäischen Außenhandelspolitik gegenüber Entwicklungsländern. Flucht und Migration sind selten monokausal. Aber es gibt wenig Zweifel, dass etwa die Agrarexportpolitik der Europäischen Union zur Zerstörung kleinbäuerlicher Existenzen in afrikanischen Ländern beiträgt. Gleichzeitig muss Deutschland auch im eigenen Interesse eine zukunftsfähige Einwanderungspolitik entwickeln. Einwanderung ist keine Patentlösung für den demografischen Wandel. Aber ohne Zuwanderung im großen Stil wird das Erwerbspotenzial schon in wenigen Jahren drastisch schrumpfen. Das wird voraussichtlich zu erheblichen Wohlstandsverlusten und Verteilungskonflikten führen. Auch für das kreative Potenzial einer Gesellschaft kann gelungene Einwanderung eine Wohltat sein. Vielfalt ist eine produktive Kraft. Ist es legitim, das Eigeninteresse unserer Gesellschaft an Einwanderung zu betonen? Wenn man dafür dauerhaft politische Mehrheiten gewinnen will, wird man nicht nur altruistisch argumentieren können. Es ist nicht verwerflich, Zuwanderung als Prozess zu beschreiben, der beiden Seiten zugutekommt. Anders liegen die Dinge in der Flüchtlingsfrage. Hier müssen wir darauf bestehen, dass Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, einen Anspruch auf Schutz, unabhängig von allen utilitaristischen Motiven haben. Dennoch ist der Hinweis nicht verkehrt, dass auch Flüchtlinge ein Gewinn für unser Land sein können, wenn wir sie von Anfang an unterstützen, hier Fuß zu fassen. Ein Einwanderungsgesetz ist überfällig, aus symbolischen wie aus politisch-praktischen Gründen. Es liegt auf der Hand, dass ein solcher Schritt, der mit dem alten völkischen Verständnis von Nation bricht und Einwanderung zur Norm erklärt, nicht mit knappen Mehrheiten durchgesetzt werden sollte. Wir brauchen einen belastbaren Konsens für eine nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, der nicht bei jeder Wahl von Grund auf in Frage gestellt wird. Die Kehrseite regulierter Einwanderung ist eine Integrationspolitik, die allen Menschen faire Chancen auf Bildung, Arbeit und sozialen Aufstieg ermöglicht. Immigranten müssen die Möglichkeit haben, aus eigener Kraft voranzukommen und ein besseres Leben für sich und ihre Kinder aufzubauen. Die Schlüssel dafür sind Bildung, Arbeit und politische Teilhabe. Nur wenn dieser Fahrstuhl nach oben funktioniert, wird Einwanderung zur Erfolgsgeschichte. Antworten auf diese Fragen erhoffen wir uns unter anderem von unserer Kommission Perspektiven für eine nachhaltige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, der etwa 30 Mitglieder aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft angehören. Wir freuen uns außerordentlich, dass wir zahlreiche Expertinnen und Experten aus dem In- und Ausland, Künstler und Aktivistinnen für unseren Kongress gewinnen konnten.
Die Komplexität unseres Themas spiegelt sich in den vielen Formaten, die Sie erwarten. Abschließend geht mein Dank an die politische Bildung Inland, die den Kongress mit vereinten Kräften auf die Beine gestellt hat. Die Koordination lag bei unserem Referenten für Migration und Diversity, Mekon Meshgena, und seinem Team, Sarah Schwan, Tmitzere, Monika Steins, Lilia Löwenbrück und Alia Don. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Vielen Dank. Ein großes Dankeschön auch unserer Abteilung Kommunikation, dem Tagungsbüro und der Haustechnik für die logistische Unterstützung. Uns allen wünsche ich inspirierende Debatten, neue Erkenntnisse und trotz der Nachrichten aus Großbritannien viel Spaß an der Konferenz, jetzt erst recht. Vielen Dank. Ich darf jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten Podiums auf die Bühne bitten. Zeynep Babadagi, Dr. Achim Derks und Martin Lauterbach. Kommen Sie doch bitte hoch.